Ein wiedergeborener Christ muss doch die Errettung wieder verlieren können, denn ansonsten könnte er doch so viel sündigen, wie er wollte. Sonst hätte er doch einen Freibrief zum Sündigen. So oder so ähnlich argumentieren viele Christen und leiten daran ab, die Verlierbarkeit des Heils, also dass ein Gläubiger die Errettung wieder verlieren können muss. Sonst hätte er einen Freibrief zum Sündigen. Aber das ist ein menschlicher, ja geradezu antibiblischer Trugschluss. Und dieser Trugschluss ist zunächst zurückzuführen auf ein falsches Gottesbild, auf ein falsches Verständnis der Person Jesu Christi. Dieser Trugschluss degradiert Christus zu einem Erpresser, der die Menschen zwar erlöst, aber die Erlösung dann doch an ethisch-moralische Bedingungen koppelt, quasi an eine ethisch-moralische rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Und wenn sie überschritten wird, dann wird der Gläubige zurückgeworfen in die ewige Verlorenheit. Und nicht nur das, Christus wäre auch ein unberechenbarer Erpresser. Denn diese vermeintlich rote Linie, die nicht überschritten werden darf, ist ja in der Bibel nicht mal eindeutig definiert. Das heißt, der Gläubige hätte nie Sicherheit, ist er nun gerettet oder nicht. Aber das ist falsch. Christus ist kein Erpresser, sondern der Erlöser. Und seine Erlösung ist nicht gekoppelt an ethisch-moralische Bedingungen, sondern an das Vertrauen auf seine Person. Das heißt, jeder Mensch, der ihn im Glauben annimmt als Retter, ist vollumfänglich gerettet und unverlierbar gerettet. Zweitens, dieser Trugschluss ist zurückzuführen auf ein völlig falsches Verständnis der Erlösungstat Christi und dem Blut Christi. Dieser Trugschluss degradiert die Erlösungstat und das Blut Christi zu einem Papiertiger, der keine Wirkung hat. Aber die Bibel macht doch einzig und allein klar, die Rettung basiert einzig und allein auf dem Blut Jesu Christi und das ist wirksam. Nur das Blut Christi schafft Zugang zum Gott, schafft die Reinwaschung von Sünde und Schuld und schafft Frieden mit Gott. Das Blut Christi, ein Synonym für den Sühnungstod Christi, ist die Basis der Errettung und ist wirksam und fähig, Menschen reinzuwaschen von aller Schuld und Sünde. Drittens, dieser Trugschluss ist auch zurückzuführen auf ein völlig falsches Verständnis der Nachfolge. Gemäß des Trugschlusses ist das Motiv der Nachfolge einzig und allein die Angst, die Errettung wieder zu verlieren. Aber es ist doch genau umgekehrt. Weil der Gläubige erlöst und errettet ist, gerade deshalb will er doch Christus nachfolgen. Das Motiv der Nachfolge ist nicht Angst, sondern die Liebe zu Christus. Und Paulus entlarvt diesen Trugschluss in Römer 6 und auch im Galaterbrief, entlarvt dieses als falsch und unlogisch, denn der Gläubige wird unter eine neue Herrschaft gestellt, unter der Herrschaft Gottes, befreit von der Sklaverei der Sünde und ist nun befähigt, den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist die Nachfolge und natürlich ist die Nachfolge geprägt von Unvollkommenheit, weil der Gläubige noch die Sünde in sich hat. Aber kein wiedergeborener Christ käme ernsthaft auf die Idee zu sagen, nun bin ich gerettet, nun werde ich so viel sündigen, wie ich will. Das ist völlig absurd und völlig antibiblisch.